Wir alle erleben Situationen, die unerwartet unsere Hände sinken lassen. Herausforderungen, die kaum zu tragen sind. Oder auch Gebete, die unbeantwortet bleiben. Ich habe das auch selber erlebt und habe mich dann ernsthaft an Gott gewandt. Aber auch wenn ich ihn in diesem Moment nicht fühlte, wurde mir irgendwie klar, dass er da war. Herr, du siehst und kennst all mein Verlangen. Ich habe mich viel zu lange von dem beeinflussen lassen, was ich sah und was ich fühlte. Aber mich nicht um das gekümmert, an wen oder an was ich eigentlich glaube. Ich nahm einen Stift und ein Papier und fing an zu schreiben. Das ist so meine Art, auch mit Jesus zu sprechen. Und er zeigte mir mit der Zeit, dass er stärker war als meine Umstände. Er hatte das Beste für mich im Sinn, auch wenn ich das in diesem Moment überhaupt nicht verstehen konnte. Und da kamen wieder die Zweifel. Glaube ich an dem, was Gott gesagt hat? Glaube ich, wenn er sagt, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten? Gott hat so viele Verheißungen in seinem Wort hinterlassen. Und je mehr ich sein Herz suchte, desto mehr durfte ich lernen zu vertrauen. Ich durfte lernen, seine Verheißungen zu vertrauen. Denn in meiner Schwachheit wurde erst seine Stärke vollkommen. Gott sieht nicht nur das Hier und Jetzt. Für ihn ist die Zukunft nicht verborgen. Und er sieht alles mit einem Blick auf die Ewigkeit. Denn ich will deinen Willen tun. Ich bin dein Und bis Kind. Wir ihn mit unseren Augen selber sehen, will ich mich mit dir zusammen an ihn klammern und unerschütterlich der Wahrheit glauben. Ich will mit dir zusammen daran glauben, dass er alles unter Kontrolle hat und dass er immer an unserer Seite bleibt. Lass uns die immer wieder lesen, seine Verheißungen. Das Ziel meines Albums ist, uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir befreit in Jesus sind. Dass wir von ihm angenommen sind, dass wir beschenkt sind. Und er hat uns dazu berufen, seine eigenen Kinder zu sein. Kinder mit einer Ewigkeitsperspektive. Das wünsche ich jedem einzelnen Menschen. Und das ist mein Gebet.